Zurück bei The Whispered World beim nächsten Part. Wir versuchen immer noch irgendwie ein bisschen Zunder unter das Feuer zu geben. Also nicht hier. Hier lässt sich sowieso nichts vom Feuer anwählen. Ich hatte gedacht, dass hier irgendwo... das müssen wir machen. Guck, mach mal schneller. Der geht so langsam. Vielleicht kommen wir da irgendwo an was ran. Was mit dem Eimer hinten oder so. Aber wir haben ja auch nichts mehr hier, ne? Ja! Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Nein, ich komme nicht ran. Was sind das für merkwürdige... Nein, und ich darf hinzu... Spot mag einem nicht, seit Ben mich zu dieser Messerwurfnummer gezwungen hat. Spot hat mir sofort verziehen, aber mein schlechtes Gewissen hielt noch Wochen an. Tja. Loch? Wie Loch? Da hat irgendein Nagetier ein Loch in die Tür gebissen. Seltsam, wo hier doch überall Essensreste rumliegen. Aha, da kann der Spot rauskrabbeln. Wahrscheinlich schließt er dann die Tür wieder zu, der Typ. Aber... Das heißt, ich müsste doch... Nein, ich komme nicht ran. Er kommt aber nicht ran. Ja, aber es... Bringt uns jetzt erstmal nichts. Wir müssen irgendwie das Feuer zum Laufen bringen. Oh, wieso holt der kein Heu, ey? Nein, danke. Genug Heu für heute. Also das sagt er ja aber auch erst, seitdem ich... Ich habe ja schon ganz am Anfang... Als ich hier war, bevor ich die Zutaten reingelegt hatte, hatte ich ja schon Heu da unten reingetan. Das Feuer ist sehr schwach. Und da wurden die Flammen ja schon mehr. Pelzviech. Autsch! Verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Hm? Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Kann ja nur lang rumlaufen, ey. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es... Super. Und jetzt? Knüppel? Knüppel drauf? Oder was? Was ist denn das für ein Lärm da draußen, Navat? Wenn ich... Jo, warte mal. Ich muss dem erst alles, Hey, ihr Bengels, die Suppe ist fertig. Und jetzt? Die Suppe wird langsam kalt. Was wir bestimmt auf den Tisch stellen? Pass auf. So, die Essensstäbchen da... Doch, Essensstäbchen dabei, hä? Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eher zum gegessen werden. Ich bin nicht zum... dann schon... Hm. Gut, versuchen wir jetzt nochmal, komm. Guck, was jetzt passiert. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Na, wartet. Wenn ich bei diesem Radau den Essensgong überhöre, werden Köpfe rollen. Wieso? Was fehlt denn noch? Was will der denn noch? Kommen wir ja auch mal wieder mit. Mal ausprobieren.
Die Suppe wird... Das Loch in der Tür. War das jetzt nur zu erkennen von innen oder auch von außen? Aber was hätte das für einen Sinn, denn das jetzt da unter der Tür durchzuschieben? Keinen großen, ne? Nee. Nein, fest verschlossen. Zum Koch? Na, ich könnte mal zum Koch gehen. Das war hier hinten, ne? Dem sagen, ich hätte eine super Suppe gemacht. Vielleicht kommt er dann wieder runter und ruft ihn dann zum Essen. Das wäre noch eine Überlegung wert. Oh, der geht so lahm. Da. Irgendwas hat es ja auch noch hier. Das ist ja hier, bin ich ja noch lange nicht fertig. Also, das hat ja noch irgendwas mit diesem geheimen Raum hier zu tun, der hier hinten ist in der Waffenkammer. Da mit der Anzeige und dem Schlüssel und was weiß ich alles. Hey, hier unten spielt die Musik. Ach. Wie? Hans, du brauchst etwas. Bis spät. Bitte bleib mir vom Verkehr, du hast... Okay. Das geht nicht. Dahin. Und hierhin. Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen weiter rumtesten, probieren. Hier. Ich bin nicht zum Essen, dann schon eher zu... Warte mal, jetzt nehmen wir gerade noch mal mit. Das hat Pelzviech irgendwas. Hast du Hunger? Kroba scheint nicht... Scheint nicht. Ich schütte sie erst einmal wieder zurück. Aha. Warum? Welchen Sinn und Zweck hat er, das wieder zurückzuschütten? Hey, ihr Bengels, die Suppe ist fertig. Aha. Himmel, ist dieser Tisch, hier wurde bestimmt... Wahnsinn, es hat, ich kann jetzt sagen... Mann, ey, ich bin schon wieder sowas im Ratlos. Was ist denn, na, wenn... Ich muss nochmal oben ans Fenster gehen. Es hat keinen Sinn. Ich weiß sonst momentan nicht weiter, ey. So, du hast schon hier die ganze Soundkulisse irgendwie nicht hört, ne? Wundert mich. Verbringst du mehr Zeit, ey, wie der hin und her labert. Hin und her latscht. Was mit labern? So, guck, ob man hier irgendwas mit der Suppe machen kann. Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Gott. Nein, ich komme nicht ran. Ja, ist mir schon klar, dass du nicht rankommst. Spot sieht hungrig aus. Andererseits, er sieht immer hungrig aus. Hm.
Ich bin nicht zum Essen hier. Dann schon eh. Nein. Vergiss einfach. Nee. Nein. Das geht nicht. Vielleicht so. Der geht aber immer so gemütlich hier. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel. Nichts weiter. Ja, super. Es hat irgendwas mit dem Pelzwiech zu tun. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß aber nicht, was. Was es mit diesem Pelzwiech auf sich haben soll. Keine Ahnung. Knüppel geht nicht, Messer geht nicht, Essstäbchen gehen nicht. Messer geht nicht, ne? Hier muss man sich sein Essen wahrscheinlich noch selbst jagen. Ich bin nicht zum Essen, dann schon eher. Also er stellt nur die Suppe auf den Tisch. Und dann auf den Gong kloppen, bringt nichts. Vielleicht muss ich jetzt rausgehen. Ey, warum hat er den Gong ja nicht gekloppt? Ich muss ja wenn den Gong kloppen. Da nimmt er ja alles nichts, ne? Ich koche lieber mit Fritz. Ja. Knüppel mit dem Feuer. Keine Ahnung warum. Hier muss man sich sein Das Feuer ist gar nicht mehr anwählbar. Doch. Es geht irgendwie nicht mehr. Siehst du? Hier. Nur noch Kessel. Und wer bist du? Grober? Du bist aber ein Ulk. Nein, nicht weggehen. Wie drollig. Hast du Hunger? Nee, das geht alles nicht. Grob. Hast du Hunger? Ach, warte mal, was ich jetzt gerade mal mir noch... Ich könnte ja mal den Koch einfach die Suppe mal hingeben. Gucken, was der dann sagt. Och, mach. Essen und kämpfen. Was anderes scheinen die Asken nicht zu tun. Ach, jetzt habe ich Rüstung gemacht. Die Schimmelsuppe ist fertig. Tatsächlich? Na also. Lass mich mal sehen. Ein taubes Gefühl in der Nase, ein beißender Schmerz in den Augen und der allmähliche Verlust des Gleichgewichtssinns. Unfassbar! Das ist eine wahrhaft gelungene Schimmelsuppe. Und jetzt? Hey, bis später. Bitte bleib mir und vergiss, du hast mich. Ach, super. Das war es jetzt. Mehr hast du mir nicht zu sagen, als dass sie wahrlich gelungen ist? Geil. Ist ja super. Weiß ich selber, dass die gelungen ist. Naja. Dann wir gehen nochmal hier rein. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Gut, Leute. Hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.